Hallo, liebe Bonsai-Freunde. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich habe eine Reihe Kiefern hier auf dem Tisch stehen. Drei Stück. Ja, das sind alles Yamadori. Und als ich hier die Kerzen geschnitten habe oder eingekürzt habe, um jeweils ein Drittel oder zwei Drittel. Ja, hat die Kamera leider wieder gestreikt, da wart ihr nicht dabei. Deswegen jetzt dieses kurze Update, was man dadurch erreicht, wenn man die Kerzen einkürzt. Dafür muss ich aber die Kamera erst in die Hand nehmen und um euch zu zeigen, wie eine Rückknospung stattgefunden hat. Deshalb macht man das Ganze ja auch. Ja, dann nehme ich jetzt mal die Kamera in die Hand und dann gucke ich mal, dass wir eine ordentliche Aufnahme zustande kriegen, wo ihr seht, warum man das macht. Ja, Sinn und Zweck einer Kerzeneinkürzung ist es, die Energien weiter in kürzere Kerzen zu verteilen. Oben sind immer die längsten und ja, es kommt dann darauf an, dass es zu einer schönen Rückknospung kommt. Hier sieht man so ein Teil. So eine kleine Rückknospung, die entstanden ist. Da oben noch so eine. Hier unten ist eine. Das hier. Ja, und das ist Sinn und Zweck der Sache. Hier ist noch so eine. Dass man mehr Äste an seinen Baum kriegt. Da haben wir noch so eine. Hier, diese hier. Dann haben wir hier noch eine. Ja, jetzt seid ihr mal gefragt, was soll ich mit dem Bäumchen hier machen? Soll ich schon mal mit der Gestaltung irgendwie anfangen oder soll ich es erstmal noch wachsen lassen? Das könnt ihr mir dann in die Kommentare schreiben, da würde ich mich drüber freuen, wenn ihr ein bisschen teilhabt an dem Geschehen hier und mir eventuell auch Tipps geben könnt, wenn ihr selbst auch mit Nadelgehölzen, mit unserer heimischen Waldkiefer experimentiert. Hier die nächste Kiefer. Auch noch ein bisschen struppig, aber die gefällt mir eigentlich recht gut, so wie sie ist. Ich denke mal, ich lasse sie noch ein bisschen wachsen, aber wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare irgendwas, was ihr machen würdet damit. Hier habe ich auch sehr schöne Rückknospungen gesehen. Wo sind die jetzt noch mal? Hier unten zum Beispiel. Ja, das ist auch sehr schön.
zwei Stück, die sind entstanden auch, nachdem ich die Kerzen geschnitten hatte. Hier unten haben wir noch so eine, auch sehr schön. Sogar hier an der Basis, am Stamm hier oben, kommt eine raus und die kommt genau an der richtigen Stelle, weil es hier eigentlich sehr nackt ist und ja. Also ich finde, die zwei Kiefern sehen recht gut aus. Ich habe da auch noch eine dritte. Das ist ja, ist auch noch sehr struppig, aber ich denke mal, da kann man ganz gut was draus machen. Die zeige ich euch jetzt auch noch mal ganz schnell in einer 360 Grad Version. So, und das ist dann Kiefer Nummer 3. Ich denke mal, da könnte man schon mal Draht anlegen. Oder soll ich sie wachsen lassen? Wie gesagt, schreibt mir das in die Kommentare unten rein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da ja einige Tipps geben könntet, was ich damit machen soll. Soll ich sie noch wachsen lassen oder soll ich mit Eindrahten anfangen und mit der Gestaltung? So, jetzt habe ich zum Schluss, zeige ich euch noch meinen Bergahorn, den ich vor 4 Wochen geschnitten habe. Einen sehr starken Blattschnitt und dann könnt ihr mal gucken, wie der wieder ausgetrieben ist. Ja, und wie versprochen, hier mein Bergahorn mit den leicht rötlichen Blättern, das sind jetzt die Neuaustriebe. Ja, so hat er zugelegt innerhalb von 4 Wochen. Also es macht eine Wahnsinnsfreude, dem Baum hier zuzugucken, wie der wächst, was der Äste und Blätter hervorbringt. Also wunderbar. Ich das gucke hier so ein schönes rötliches Blatt. Ja, dann noch mal ganz kurz meine Kiefern. Hier noch mal die struppige. Dann hier die streng aufrechte. Ja, und dann hier hinten meine kompakte. Ja, liebe Freunde. Ich hoffe und ich wünsche mir sehr, dass euch dieses kleine Update gefallen hat. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Schreibt mir irgendwas in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, was ihr mit den Kiefern machen würdet. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, wie es weitergeht mit den Kiefern, mit dem Ahorn und auch mit anderen Sachen, dann abonniert bitte meinen kleinen YouTube-Kanal. Euch kostet es nichts und mir hilft es auf YouTube ja erheblich weiter. Ich bin über jeden Abonnenten froh und ja, Freunde, was bleibt mir in so einer lauwarmen Abendstunde noch zu sagen, außer
Macht es gut, passt auf eure Bäume auf und ich sage Tschüss bis zu einem meiner nächsten Videos, euer Mr. Nature. Tschüss, Freunde.